Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zum zweiten Teil der Themenwoche spezielle Szenarios in Train Sim World 2. Und wir fahren heute mit dem Flixtrain 30 von Aachen nach Köln. Ich bin gespannt auf das Szenario. Ich hoffe, wir kommen diesmal bis Köln durch. Weil bei dem anderen Szenario vom Montag sind wir ja nicht mal bis nach München Hauptbahnhof reingekommen. Bin mal gespannt. Wir schließen mal die Türen hoffentlich. Oder nicht? So. Beide verriegeln. Aha. Okay. Super, jetzt geht's los. Dann also würde ich mal sagen, wir starten mal mit dem Flixtrain. Natürlich total super. Die Bildschirme passen natürlich überhaupt nicht. Keine Ahnung warum. Oder soll uns mal nicht stören. Ganz schön viel los hier. Auf jeden Fall diese Szenarien, die ich hier spiele, ne, am Montag und auch diese hier, sind alle im Club erhältlich. Also die habe ich alle ganz normal runtergeladen, kann jeder von euch, der die bestimmten Strecken besitzt, auch runterladen. Dann geht's hier schön in Aachen raus. Und damit geht's im Flixtrain Richtung Köln. Schön, dass mal einer dieses Szenario online gestellt hat, finde ich super. Wenn ich nur wüsste, wie man selber die Loks ändert. So. Das ist auch relativ früh. 4 Uhr 49. Ja, Halleluja. Da kann ich ja noch Fernlicht einschalten hier. So, wir fahren natürlich um mit LZB. Schauen wir mal. 64 Kilometer bis Köln. Bin ich mal gespannt, wie lange wir für die Reise brauchen. FIFA. FIFA. So, 100 km/h. Der Sonne entgegen. Sehr schön. So witzigerweise, ne, soll ich mal was Schwarzes aber sagen, beim GAL-System geht, wenn grün ist, der weiße Punkt aus. Als GAL-System nehme ich ihn richtig sagt, ey, grün ist doch ohne Geschwindigkeit, ohne Einschränkungen. Warum sollte ich dann noch einen weißen Punkt anzeigen, der sagt, der Bremsweg ist verringert? Ist ja Schwachsinn. Weil bremst ja sowieso nichts. Finde ich auch. Bin ich auch gut, so bin ich ehrlich. Wenn es blinkendes ist, also wenn es Geschwindigkeitsveränderungen signalisiert, dann bleibt auch der weiße Punkt an. Aber wenn es jetzt grünes Standlicht zeigt, geht der weiße Punkt aus. Finde ich gut. Ich finde es aber toll, wie viele Leute sich da echte Mühe geben, solche Szenarien auch zu machen. Muss man echt auch wertschätzen.
will, einfach wer hier sich das Szenario auch runterladen will, der einfach eingeben Flixtrain 30 to Bremen, also auf Englisch Flixtrain 30 to Bremen, und dann müsste das Szenario eigentlich ausgespielt werden. Braucht man halt ein paar Paywares noch dazu, aber ich glaube, die viel Transformer 2 zocken, vor allem in Deutschland, so wie ich, für die dürfte das kein Problem sein. So. Auf jeden Fall geht es jetzt mal der schönen Sonne entgegen. Das sind auch so meine Lieblingsschichten. So der Sonne entgegen, Sonnenaufgang, goldene Sonne. Alles super. FIFA, FIFA. Hat man übrigens auch gerade den Unterschied gesehen zum HV-System. Beim HV-System ist der weiße Punkt immer an. Egal wie, der ist immer an. Übrigens auch bei dieser Lok richtig dargestellt, Ebola ist hier. Maschinendisplay ist da. Hier gibt man zum Beispiel auf 1, dann drückt man dann und gibt dort ein die Zugnummer. Genau. Nur noch das Wagenlicht mal einschalten. Das ist zwar wahrscheinlich schon eingeschaltet gewesen sein, aber trotzdem. So. Auch mir ist ganz wichtig bei den ganzen Szenarios, das ist immer so ein bisschen schade, dass es in dem Sinne nicht so viele Möglichkeiten gibt, so KI-Verkehr zu simulieren wie in Train Simulator 2022. Übrigens, was ich gemeint habe, Joe, der weiße Punkt ist immer noch an. Trotzdem ist mir KI-Verkehr schon wichtig. Man sieht ja trotzdem, dass Züge auch noch unterwegs sind in der Wirklichkeit. Und deswegen ist für mich auch wichtig, dass hier nicht nur mein Zug durch die Gegend fährt, sondern natürlich auch die ganzen anderen Züge. Übrigens spiele ich die ganze Zeit mit den Gedanken, mal demnächst anzufangen, meine ganze Stadt hin, obwohl ich mir so viel Mühe gegeben habe mit der Straßenbahn, vielleicht werde ich es nicht löschen, aber ich will mal für euch neu anfangen mit der Stadt. Ein Transportfieber. So richtig schön groß. So richtig extrem groß. Auch vielleicht viele Städte und Industrien, schauen wir mal, auch mit viel Güter, die die Städte auch natürlich brauchen. Und da bin ich echt am Überlegen, das zu machen. Man merkt ja, die Städte brauchen ja zum Teil nicht nur zwei Gütertypen in der Realität, sondern auch andere Gütertypen. Da kann man jetzt ein riesiges Update raus bei Transport Fever 2, wo auch die Gütertypen wechseln. Das wird dann natürlich noch krasser, weil da musst du deine ganzen Bahnlinien immer in Bereitschaft halten. Mal schauen, ob da wirklich dieser Besteller noch was braucht. Das ist halt die Frage. Ah, ein 43er von der RBH. Witzig ist, man soll nach Köln nach Bahnsteig 5 einfahren. FIFA. Was noch, Bahnsteig 5 war laut Kölner
Deswegen ist auf Köln immer von Nippes her sehr beliebt. Wie gesagt, was jetzt auch neu auf den Schienen Deutschlands dazugekommen ist, ist die Westbahn. Also man merkt jetzt genau, bei uns war es immer so. Gut, bei uns stürzt jetzt eher weniger, aber wir hatten damals immer so ein Zeitfenster, sagen wir mal, als Güterzug, wenn du 45 rausgefahren bist, dann bist du in Trudering, hattest du den 52 ist er, glaube ich, am Ostbahnhof gefahren. Der Kufsteiner Meridian, der an jedem Bahnhof gehalten hat. Dann hattest du ein Zeitfenster, wo sie dich meistens sowieso nicht rausgelassen haben vom Fahrdienst. Da hattest du dann nix. Und da dahinter ist dann der Salzburger Meridian geworden. Ich glaube um 2 oder 4 nach am Ostbahnhof. Und der ist durchgefahren bis Rosenheim und hat dann erst gehalten. Bis München. Bis Salzburg, meine ich. Jetzt ist es so, dass zwischen den beiden noch die Westbahn fährt. Ab und zu. Und jetzt kommst du da gar nicht mehr raus. Also kannst du schon mal, wenn du dreiviertel losfahren willst, kannst du sowieso vergessen, da stehst du erstmal in Trudering bis 12, also bis zur vollen Stunde mindestens. Bin mal gespannt, was das noch wird. Aber es ist ja so, die Strecke, die ist nicht überlastet. Nein, da braucht man keine Viertgleise. Nein, braucht man nicht. Braucht man nicht. Aber man muss schon sagen, also ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde die Lichtoptik finde ich schon cool. Und vor allem mit dem Sonnenaufgang, ich würde es hammer. Muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir richtig gut. Ja, haben noch ganz schön viel bis können. Noch 46 Kilometer. Und ich glaube, demnächst geht es ja dann sowieso irgendwann auf die Schnellfahrstrecke. Das ist die Ausbaustrecke, sagen wir es mal so. Aber dann LZB geführt. Ich muss sagen, wir haben ja jetzt zum Beispiel auch Taurus-Lokomotiven bei meinem Arbeitgeber jetzt, bei Lomo. Und ich muss sagen, die Taurus, wo sie so alt ist, ist ja schon eine etwas ältere Lokomotive, muss man so sagen, sogar noch älter, zum Beispiel fast auf die, wie die Baureihe 189, kann man daraus schließen, dass die Bedienungsanleitung nämlich geschrieben ist für die Baureihe ES64U4 und F4, also für die 89er und für die Taurus, für die U2 meine ich. U2 ist Taurus und F4 ist 89er. Und die werden beide drin erwähnt und dann merkt man auch, wie alt die Taurus ist und trotzdem vom Fahrverhalten her. Vom Fahrverhalten, von der Fahrdynamik und alles und von der Laufruhe ist die Taurus die absolut geilste Maschine, die es gibt. Von der Zugkraft her nicht, muss man einfach dazu sagen. Also, trocken ja, nass nein, überhaupt nicht. Kriegst du mit der fast keine Kraft auf die Schiene. Schwierig beim Güterzug. Aber so von der Fahrdynamik her, von der Laufruhe und sowas, absolut, wie soll man das sagen, unübertroffen bei Siemens. Also das muss man einfach sagen, unübertroffen. Also, meine Lieblings-Drehstrom-Lok. Gibt zwar viele, ich fahre alle sehr, sehr gerne, aber Taurus ist bei mir ganz oben. An Drehstrom.
Ein Anbau war ich eigentlich alle gern. Sei es 39er, so 139, 151 oder 111, war ich alle gern. Genau. Das fahren wir schon mit 160 umeinand. Und dann schauen wir mal, wenn wir dann auf die Schnellfahrstrecke und Ausfahrstrecke kommen, da dürfen wir dann 200 fahren. Sifa, Sifa. Du und deine Sifa. Oh, was kommt denn da? Noch ein Taurus. Oh, da haben wir LCP. Oh, 230. Ja, gut. Aber wir dürfen nur 200. 230 dürftest du nur alleine. Oh, 80. Ja, komm, LCP, zeig mal, was du kannst. Die LZB, die kann aber nix. Also ehrlich. Sifa, Sifa. Jetzt hat sie in der LZB Zwangsbremsung reingehauen. Sehr witzig. Vollpfosten. Schau, und die nix schleudern. Das ist auch so ein ganz toller Programmierfehler. Muss ich nicht einfach durch durchgehende fahren. So, und das hier ist genau das gleiche. Ich werde nie 9900 Meter anzeigen. Niemals. Hier werden einfach durchweg 80 angezeigt. Und hier haben wir dann 100, okay. Das ist schon okay. Sifa. Sifa. So, und das ist auch wieder das Witzige, der sagt. Er kennt schon die 160. Normalerweise müsste da unten 200 stehen. Wir könnten jetzt zu 130 fahren. Es gab aber, wie gesagt, nur einen Zug, wo sie, glaube ich, planmäßig mit dem Schnellzugwagen zu 30 gefahren sind. Und so war damals mit dem Metropolitanwagen. Ansonsten sind die wörtlichen Ruhen, die IC-Garnituren oder Flix-Garnituren, nur auf 200 zugelassen. Einzige, der, wie gesagt, noch eine Ausnahme ist, der Railjet. Da habe ich übrigens letztens gesehen, die neuen Nightjet bzw. Railjet Wagen im Testbetrieb. Die wurden überführt mit 2x F16, habe ich gesehen im Inntal. Sah cool aus. So, jetzt flitzen wir mit 200 Richtung Köln. Schauen wir, wie lange wir dann brauchen für die immerhin noch 30 Kilometer. Dürfte nicht mehr allzu lange dauern. Wie gesagt, aber im Fahrfeeling
Taurus unübertroffen. Ich könnte mir aber sogar auch vorstellen, ich weiß nicht, wie viel das ist beim Taurus, wie viel der raufschaut bei 200 Spitze. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der wirklich 9900 Meter nach vorne schaut. Könnte ich mir sogar vorstellen beim Taurus. Aber da müsste trotzdem 200 stehen, weil die 160 kommen ja erst in 25 Kilometern, so weit kann er nicht nach vorne schauen. Ich glaube, der ICE, ich glaube, einer der ICEs, die 330 fahren oder sowas, die können, glaube ich, 13.000 Meter nach vorne schauen. Glaube ich. Ich bin mir aber da auch nicht ganz sicher. Übrigens, kleiner Fun Fact, wenn ich... Wir haben ja oftmals die schweren Güterzüge von Nürnberg jetzt retour. Und man kann ja auch in Bremsstellung G mit der EZB fahren. Dann erkennt aber selbst die 51er, schauen die nicht mehr 4000 Meter voraus, sondern schon 7000 Meter. Also, das ist auch von der Zugdateneinstellung mit abhängig, wie weit die EZB nach vorne schaut. Normalerweise, wenn du nur ein RP fährst, schaut die Lok so 4000 Meter nach vorne bei 120 km/h. Aber ich glaube, je nachdem wie weit die LZB nach vorne schaut, ist auch Geschwindigkeitsbremsart abhängig. Weil man muss ja auch dazu sagen, die LZB würde dann ja auch dauerhaft in dem Sinne auf Halt fahren. Wenn jetzt in dem Sinne sie mehr nach vorne schauen würde, hat man nochmal das Phänomen zwischen Augsburg und dicke Scherben. Da ist nämlich LZB L72 und die Selbststeller tun so spät schalten. Also die Signale zum Stellen werden so spät angestoßen, dass du mit Güterzug schon, da will ich nicht wissen, wie das beim ICE ist, beim Güterzug schon dauerhaft auf Halt fährst, also du kriegst kurz mal V-Ziel 0 und LZB Halt und dann kurz nach 5 Sekunden oder so springt es wieder hoch auf Fahrt frei in dem Sinne. Da hat sie einfach das Signal Zeit gelassen, bis es stellt. Wenn das beim Güterzug mit 120 dann schon so ist, dann will ich nicht wissen, wie das beim ICE mit 200 ist. Könnt ihr mir vorstellen, dass es noch ein bisschen haarsträubender ist. Ich schau mal schnell nach draußen. Und ein Bild für später. Super, aber macht Spaß. Macht echt Spaß hier. Mal schauen, was wir dann als dritte Mission dann ausgraben. Bin ich mal echt gespannt. FIFA. So. Bald bin ich ja sowas von gespannt, kommt da hier Spirit of Steam heraus. Bin mal gespannt, ob du auch noch heizen musst oder nur Lokführer bist. Bin immer ganz gespannt. Weißt du, damals noch bei Train Simulator 2020 musstest du ja damals noch selber heizen. Also da ist natürlich automatisch ein Heizer eingestellt, aber du hättest auch selber heizen müssen. Das habe ich aber nie gemacht, weil ich sage, ich als Lokführer bin zum Lokfahren da und nicht zum Heizen. Deswegen habe ich immer einen automatischen Heizer gehabt. Da überholen wir den Regio.
Genau. Haben wir nur noch 17 Kilometer bis Köln. Respekt. FIFA. So, nur noch bei 192 km/h. Respekt. Jawohl. Köln Hauptbahnhof Bahnsteig 5. Oh, wir sind aber echt nah dran, nur noch 12 Kilometer. Jetzt zählt sie schon rückwärts, schau. 7100, 7000. Jetzt zählt sie schon rückwärts. Jetzt sind wir schon fast im Anflug auf Köln. Ging dann doch zum Schluss ganz schön schnell. Ja. So, nehmen wir mal die Leistung weg. Brauchen wir nicht mehr. Also erstmal nicht. War schon witzig, Transim World 2. Das geilste Spiel wäre wirklich die Vielfalt von Transim 2020, gepaart mit der Qualität von Transim World 2 und der Detailgenauigkeit von Zusi 3. So, Bremseinsatzpunkt erwarten. Oh, 160. FIFA, FIFA. So, 70. So, runter auf 70 km/h. Läuft. Bremse ich lieber ein bisschen selber. Dass ich mich jetzt auf die ECP verlassen muss, dass die mich runterzieht. Macht man eigentlich sowieso selten, wenn sich auf die ECP verlässt. So, dann müssen wir hier
ZBN liquidieren. Ja, man lässt ihn immer reinsegeln und dann bremst man manuell rein. Man lässt ihn segeln und das langt. Segeln kommt auch von der Dampflok her. Ja, mal 70. Hier, wie gesagt, noch LZB, alles schick, aber hier müsste man dann, wie gesagt, irgendwann demnächst mal rausfliegen aus der LZB und wahrscheinlich eigentlich theoretisch an diesem wunderbaren Signal. Zugbeeinflussung. Wie gesagt, die 60 wird gar nicht mehr angezeigt, aber die müssen wir natürlich auch fahren. Fliegst du dann mitten in der Pampa, fliegst du dann raus, mal hier. Sifa, Sifa. So, Zug übrigens, die 40 müsste nicht angezeigt werden, ne? Ne, Feuer 2 heißt ja 40. Nur, also normalerweise hast du da auch kein ZS3 mit dran, außer es wäre eine kleinere oder eine größere Geschwindigkeit, wobei nur die niedrigere Geschwindigkeit angezeigt werden muss. So zum Beispiel 30 oder 20. 60 müsste nicht vorsignalisiert werden. Das reicht, wenn es am Hauptsignal angezeigt wird. Sifa, Sifa. So, Einfahrt Köln, Hauptbahnhof. Fünf Uhr in Köln ist auch ganz schön früh. Sifa, Sifa. Oh, 612 steht hier. Na, der fährt von nach Gerolstein, hä? Ist ja auch nach Trier, diese Strecke. Echt cooles. Sifa, Sifa, Sifa. Also besser kann man da nicht anhalten, oder? Mit dem dummen Hintergrund. Ehrlich, besser geht's ja kaum. Besser geht's ja kaum, ehrlich. Also mal ehrlich, also echt gut, cool. Gefällt mir. Also war ein cooles Szenario, ey ehrlich. Daumen hoch, besser wie das andere am Montag. Und in diesem Sinne bedanke ich für euch allen fürs Zuschauen. Bleibt gesund, passt auf euch auf, bedroht P8, und sagt ciao, gute Fahrt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.